Wir sind RWE, ich bin hier mit dem Jochen. Darf ich fragen, wie du das Spiel gesehen hast? Ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Die ersten 18 Minuten war die größte Kacke des Jahrhunderts. Und danach war es besser, aber nicht überragend. Wir können froh sein, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Drittes Unentschieden in Folge? Ja, ich hatte es mir anders vorgestellt. Ja. Aber gut, wir haben einen Punkt geholt. Wer weiß, vielleicht ist der am Ende nochmal wichtig. Das wollte ich gerade auch sagen. Also ich glaube, der könnte nochmal Gold wert sein. Aber ich sage mal, wir hätten dieses Nachholspiel ja eigentlich nutzen können, unsere Tabellenführung auszubauen, oder? Das ist ja keine Frage. Damit sind die auch hierher gekommen. Aber nach 20 Minuten liegen sie 3-0 hinten. Da müssen sie froh sein, wenn sie einen Punkt mitnehmen. Was denkst du, woran es gelegen hat in den ersten 20 Minuten? Also ich denke, wir haben uns auskontern lassen. Also unser Umschaltspiel, ich sag mal, da war jeder Schuss ein Treffer bei denen. Ja. Ne? Jeder Ball, der reinkam, war drin. Ne? Und wir sind nicht vor Tor gekommen bei denen am Anfang. Dein Ausblick jetzt nach Aachen am Samstag? Ja, jetzt muss ein Sieg her. Das ist, und das wird schwer genug. Die haben den Trainer rausgeschmissen, die werden anders zu Werke gehen. Und glaubst du, die werden eine Reaktion zeigen, Aachen? Also jede Mannschaft muss eigentlich eine Reaktion zeigen, wenn sie einen neuen Trainer hat. Ne? Aber die Aachener sind einfach auch zu schwach. Also ich hoffe, dass wir da einen einigermaßen komfortablen Sieg rausspielen. Zum Abschluss, Schiedsrichterleistung heute, die wurde ja auch ein bisschen vom Block ein bisschen kritisch gesehen. Also ich fand die ein bisschen unausgewogen. Also er hatte das Spiel nicht so richtig im Griff. In der ersten Halbzeit hat er viele Karten verteilt. Das war ungewöhnlich. In der Regionalliga werden in der ersten Halbzeit normalerweise Karten nur verteilt, wenn einer erschossen wird oder mit einem Messer im Bauch darum liegt. Aber der Schiedsrichter war erheblich besser als der in Köln. Der in Köln war die Bratwurst des Jahres. Nein. Also, aber überragend war auch nicht. Aber wir sind vierte Liga, da sind die Schiedsrichter halt auch nur viertklassig. Absolut. Ich danke dir, Jochen. Gerne. Danke.